Wie ist es wieder mal Sortierzeit? Diesmal der Quick Sort. Wir hatten ja schon einfache Sortieren, Auswahl sortieren oder auch den Counting Sort, der mal ohne Vergleiche funktioniert. Und diesmal einer der Top Sortieralgorithmen, der gerne verwendet wird, ist der Quick Sort. Warum? Weil er so verdammt schnell ist. Ist er der schnellste? Nein, der Double Pivot Quick Sort ist zum Beispiel schneller. Und in .NET Framework ist ein Sortieralgorithmus drinnen, der heißt, glaube ich, sogar Intersection Sort. Das ist eine Kombi aus drei. Aber egal. Der Quick Sort ist grundsätzlich super schnell, hat eine Laufzeitkomplexität, zumindest durchschnittlich und auch im Best Case von n log n. Aber eben im Worst Case trotzdem eine quadratische Laufzeit. Der Worst Case für den Quick Sort ist dann, wenn die Werte bereits sortiert sind. Ja. Also eigentlich, wenn er keine Arbeit hätte, dann hat er die meiste Arbeit. Na gut, ist halt so. Gut, schauen wir uns an, wie er funktioniert, und zwar anhand eines konkreten Beispiels, und dann schauen wir mal weiter. Was brauchen wir wieder? Selbstverständlich ein unsortiertes Array mit beliebigen Werten. Ja, hier mal ein paar dargestellt. Und jetzt brauchen wir als erstes ein Pivot-Element. Das Pivot-Element ist meistens so eher in der Mitte, dann ist er ein bisschen effizienter, aber die Einfachheit halber, es kann jedes Element sein. Nehmen wir einfach mal an, wir nehmen das erste Element, die 5. Dann brauchen wir noch zwei Sachen, wir brauchen zwei Indizes, und zwar i und j. Ja, die i fängt vorne an und j fängt hinten an. I sucht Elemente, die größer sind als das Pivot-Element, und J sucht Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element. Das ist die Aufgabe von I und J. Wir beginnen mit I und suchen ein Element, das größer ist, und I beginnt bereits beim 7er. Ja, das Pivot-Element brauchen wir natürlich nicht anschauen, das ist ja per Definition nicht größer. Also die 7 ist bereits größer und J. Dann bleibt i stehen, wo es ist, und j ist bereits auf einem Element, das kleiner ist als das Pivot-Element, also bleibt auch j stehen. In diesem Fall, weil sich die beiden nicht kreuzen oder überschneiden, tauschen wir diese beiden Werte aus. Ja, also i sucht Elemente, die größer sind, j sucht Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element, und weil das in diesem Fall sofort der Fall ist, tauschen wir die Werte an der Stelle i und j aus. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann geht das Spielchen weiter. I sucht wieder einen Wert, der größer ist, und J sucht wieder einen Wert, der kleiner ist, als eben das Pivot-Element. Und in dem Moment, wo sich die beiden Elemente schneiden oder kreuzen, das J muss gar nicht bis zu 4 gehen, es reicht, wenn es bei der 8 stehen bleibt, also sobald sich diese beiden berühren sozusagen, tauschen wir das Pivot-Element mit dem Element an der Stelle i-1. Also wir tauschen die 4 mit der 5, und jetzt steht das Pivot-Element an der richtigen Stelle, und zwar für immer. Ja. Alle Elemente, die jetzt links vom Pivot-Element sind, also von der 5, sind kleiner als das Pivot-Element, sind in sich noch nicht sortiert, aber jedes Element da ist schon mal kleiner. Und auch rechts davon ist jedes Element, das wir hier sehen, größer als das Pivot-Element. Das stellt dieser Sortieralgorithmus automatisch richtig, und das ist schon mal toll. Das heißt, wir wissen, die 5 steht an der richtigen Stelle. Und jetzt, da wir wissen, wie wir so einen Wert in einem Array sortieren und an die richtige Stelle bekommen, können wir uns überlegen, eine einfache Sache. Und die Sache heißt Teile und Herrsche. Das kennt man aus der Rekursion. Ich zerlege das Problem in kleine Teile, und durch die kleinen Teile wird das große Problem zu vielen kleinen, die sich einfacher lösen lassen. Wir haben jetzt gesehen, wie kommt die 5 an die richtige Stelle. Dadurch ist die 5 an der richtigen Stelle sortiert, und wir erhalten eigentlich zwei Teilarrays. Ein Array, das links von der 5 steht, und ein Array, das rechts von der 5 steht. Das linke ist in sich noch nicht sortiert, aber wir wissen, alle Elemente in diesem Bereich sind bereits im richtigen Sektor sozusagen. Also es ist keine Zahl mehr rechts von der 5, die aber kleiner ist als die 5. Also, wenn wir jetzt den gleichen Algorithmus wieder anwenden, nur für dieses Teilarray, dann wählen wir wieder 4 als Pivot-Element, weil wir gesagt haben, wir nehmen einfach mal das erste, und wir setzen wieder i und j. Erinnert euch, i sucht ein Element, das größer ist
als die 4 und bewegt sich so lange nach rechts in diesem Teil-Array nun, bis es das gefunden hat. Aber wir sind am Ende angelangt. Also wir sind am Ende angelangt, deswegen wissen wir, dass das Pivot-Element das größte Element ist. Das Ende von diesem Teil-Array. Und wir tauschen dieses Element mit dem Pivot-Element. Gut, also wir wissen, jetzt steht auch die 4 an der richtigen Stelle. Von 1 und 3 können wir das noch nicht behaupten, also wir wählen 1 als Pivot-Element, es sind nur mehr zwei Elemente, ja, I und J haben sie gleich auf der gleichen Stelle. Wir vergleichen einfach die zwei Elemente, passt, ist so in Ordnung, können wir lassen. Also wissen wir auch, dass 1 und 3 bereits an der richtigen Stelle stehen. So, jetzt kommt das rechte Teil-Array. Mit dem linken Teil-Array sind wir fertig. Jetzt kommt das rechte Teil-Array. Wir wählen wieder zum Beispiel das erste als Pivot-Element. Wir haben wieder I und J. I sucht Elemente, die größer sind als das Pivot-Element, findet das jedoch nicht, kommt bis zum Ende und weiß, das Pivot-Element ist das größte Element, tauscht das mit dem aktuellen Element und so geht's weiter. Ja, ein Schritt wäre noch mit 6 und 7, aber wir können das jetzt mal kurz zusammenfassen. Also wir wählen ein Pivot-Element, wir setzen I und J an die entsprechenden Stellen zu Beginn des Arrays oder Teil-Arrays, beziehungsweise am Ende des Arrays, beziehungsweise Teil-Arrays, wobei das Pivot-Element selbst nicht zählt. I bewegt sich nach rechts und zwar so lange, solange der Wert kleiner ist als das Pivot-Element. J bewegt sich nach links und zwar so lange, solange der Wert größer ist als das Pivot-Element. Und sobald sich die beiden treffen, dann wird entsprechend, oder solange sie sich nicht treffen, aber Werte gefunden haben, dann werden die Werte getauscht und der Schritt wiederholt, so lange bis sie sich treffen. Und wenn sie sich treffen, tauschen wir das Pivot-Element an der Stelle i-1 mit dem, also das an der Stelle i-1 mit dem Pivot-Element, außer i ist bereits am Ende angelangt oder j am Beginn angelangt. Ja, wie gesagt, hier noch der letzte Schritt. Wir wählen 7 als Pivot-Element, die beiden sind da, wir vergleichen einfach die Werte miteinander und tauschen sie aus. Gut, es gibt hier noch kleine Feinheiten zur Implementierung, kleine Unterschiede unter Umständen, aber schlussendlich, das ist die Idee des Quicksort-Algorithmus. Wir brauchen immer ein Pivot-Element, wir brauchen zwei Indizes, die sich bewegen und wir suchen immer die Position, wo diese konkrete Zahl jetzt hingehört. Und dann wissen wir auch, alle Elemente links davon sind kleiner, alle Elemente rechts davon sind größer. Naja, viel Spaß beim Ausprobieren, iterativ, rekursiv, wie auch immer ihr das wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.